Oh Gott, wie ein V8. Was geht ab? Wir sind wieder übel back. Heute mit einem primären Whisky heute hier am Start. Wow. Einen Ramper. Indian Single Malt, ganz wichtig. Ja, ganz das ist wichtig. Sogar tatsächlich sehr, sehr wichtig. Ja. Indische Whiskys können ja in der Regel alles sein, weil die Regularien jetzt nicht so bestimmt sind wie in Schottland, Japan, die ganzen guten Whisky-Länder. Ja. Haben wir aber trotzdem eine Brennerei, die doppelt destilliert, die 2,6 Millionen Liter Single Malt Whisky produziert. Produziert aber auch noch ganz, ganz viel anderes. Ja, produzieren also tatsächlich über 100 Millionen Liter Alkohol. Ja, aber entscheidend sind die 2,6 Millionen Single Malt. Also der geile Scheiß. Und zwar in Potstills. Ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig, ja. Und wir haben sogar die älteste Whisky-Brennerei Indiens am Start. Ja. 1943. Aber so richtig gut machen sie es auch erst. Ja, kann man sagen. Ja. Die Regularien beim indischen Whisky sind ja einfach Schmutz. In der Regel ist so, dass jeder seine. Das ist so. Ja. In der Regel ist es so, dass jedes Land irgendwie seine Umgebung, was man leicht kriegen kann, das wird gebrannt. Japan, Reis, Amerika, Korn, Reis, was weiß ich, Roggen und so weiter. Bei Indien ist halt eigentlich immer Zuckerrohr. Ganz viele Whiskys, die sind ja Indien, gibt es halt eigentlich Zuckerrohr. Und für den ja umso cooler, dass wir hier jetzt wirklich einen Malt haben. Und die Brennerei benannt auch nach der Stadt, nämlich nördlich, im nördlichen Indien, also am Fuße des Himalayas. Ja, geile Bedingungen, also was das Wetter angeht, muss man sagen. Maximale Temperaturen bis zu 50 Grad und im Winter bis 0 Grad. Ja, genau, weil die Range ist einfach extrem krank bei dem, bei der Brennerei, einfach ganz absolut. Ja, wie sind wir zu dieser Bottle gekommen? Und zwar auf der Messe in Nürnberg. So ganz unscheinbar, ein kleiner Stand mit einem ganz kleinen Tisch. Ja, so ein Eckstand. Da stand ein Inder. Er hat aus seiner Back hat er die Flasche gezaubert. Aber letztendlich sind wir auch auf Empfehlung zu diesem Stand, muss man auch noch sagen. Zuschauer von uns haben gesagt, da gibt es einen indischen Whisky, den müsst ihr probieren. Mhm. Klar, die Flasche ja hier steht. Kleiner Spoiler, kann man natürlich sagen. gekauft hätten wir sie, glaube ich, nicht, wenn sie scheiße gewesen wäre. Das sind die Fakten. Zur Bottle, wir haben hier Double Cask, also wir haben hier American Oak Bourbon Fässer und European Oak Sherry Fässer, die gemeinsam zusammengemischt wurden. Wir haben keinen so alten Whisky, aber für die Temperaturverhältnisse auch nicht anders zu erwarten. Er ist auf jeden Fall mindestens 3 Jahre alt, so viel wurde uns versprochen. Ja. Man geht eher von 5 bis 6 Jahren aus. Ja, und wir haben 45 Volumenprozent. Alles mehr halt auch einfach nicht mehr Sinn macht, weil die brennen einfach nur nicht lang genug. Genau. Aber wiederum auch durch die hohen Temperaturen haben sie auch einen extrem hohen Angel Share. Also es wird auch in Zukunft keine extrem alten Whiskys geben, weil halt fast dann am Ende einfach leer ist. Preislich liegen wir bei der Bottle bei 55 bis 60 Euro. Aber ich finde für einen jungen Whisky, für einen neuen Whisky, für eine neue Brennerei, eigentlich ein ganz fairer Preis. Aber man muss natürlich noch abwarten. Genau. Aber vor allem nämlich auch wichtig, wir haben hier auch 0,7 Liter. Also das ist genau das, was ich gerade sage. Und 45 Volumenprozente. Auch wichtig. Ja. Auch nicht kühl gefiltert. Ja. Sommer. So den Whisky-Porn anschauen. Sehr gerne den Whisky-Porn. Absolut geiles Teil. Beziehungsweise die Standardflasche ist halt einfach Standard. Und die Farbe ist natürlich jetzt nicht kommuniziert, ob sie echt ist oder nicht. Bei den Fässern lässt sich es fast vermuten, aber wenn es nicht draufsteht, gehen wir einfach nicht davon aus. Was aber echt ist, ist unsere Nasenqualität. Deswegen würde ich sagen, wir hauen die jetzt mal in das Glas rein. Allerhöchste Zeit. Alter. Überraschte gerade tatsächlich, weil das habe ich gar nicht erwartet. Extreme Frucht. Finde ich. Und ich habe extrem Karamell. Ja, so ein Karamell, das halt einfach verbrannt, abgekühlt wurde. So ein bisschen tropisch mit Karamell einfach. Perfekte Beschreibung, tropisch. Litchi oder so, keine Ahnung. Vor allem, genau. Litchi. Übelst exotischen Früchte. Ja. Schon in der Nase. Auch so eine ganz, ganz überreife Mango. Ja, ja Mann. Überreif. Ja. Ja, riecht auch wie so ein Mango-Wassermelonen-Eistee, finde ich irgendwie. Aber übelst zuckrig, Alter. Also die 45% kommen so leicht hinten raus. Ja, das wird aber nichts Stechendes. Das Exotische wird immer intensiver. Ja, genau. Im allerersten Nosing ganz kurz hatte ich übelst Klebstoff, aber der ist jetzt komplett weg. Ganz am Anfang hatte ich auch. Gut, die Flasche ist ganz neu aufgemacht. Der braucht Rauch, mal Sauerstoff. Ich bin gespannt, wie er sich entwickelt.
Das seht ihr dann in dem Recap-Video natürlich, wenn wir da noch ein bisschen weiter sind. Ja, schon geil. Also es ist einfach, du hast viele tropische Früchte, wo oben drüber einfach Karamell drüber geschüttet wurde. Aber das Geile ist, was man, weil gerade diese tropische Frucht, da ist sowas wie so eine, wenn ich am liebsten will ich eigentlich auch eine Orange sagen, aber wenn man da denkt, man schon wieder an die klassische Sherry-Reifung, so dieses leichte, das ist es nicht. Genau, das es ist was ganz anderes. Ja, also diese typischen Sherry-Noten habe ich kaum. Genau, ich habe halt nur so eine ganz besondere Orange. Ja, so eine Säure. Säure ist schon drin. Liegt höchstwahrscheinlich natürlich an den Temperaturunterschieden auch, weil wenn man mal an Cavallan denkt, das sind auch so Noten, die kriegt halt ein schottischer Whisky natürlich nicht hin. Ja, genau. Nee, und du hast hier krasse Ähnlichkeiten. Aber auch, ich finde 45% und das junge Alter, ich habe es in der Nase nicht sofort. Also ich finde ihn tatsächlich nicht komplex. Genau, ich habe die tropischen Früchte, ich habe das Karamell, die Süße und dann kommt nicht viel mehr. Ja, genau. Aber auch Gott sei Dank das junge Alter halt auch nicht durch. Genau, also ganz wichtig vor allem, weil er ist ja wirklich, er ist ja jung so gesehen, aber durch die Lagerung wirkt er so ein bisschen älter. Also er ist gar nicht. Extrem fruchtig und weich. Ihm fehlen so ein bisschen die Ecken und Kanten, finde ich. Also ich habe ab und zu, sagt der Alkohol mir schon hallo. Und ich finde, das ist die Ecke. Mhm. Aber hier zeigt dann auch einfach, dass der Whisky doch vielleicht auch ein bisschen jünger ist. Also ich weiß nicht, da unterscheidet sich meine Meinung vielleicht ein bisschen von eurer, aber diese fehlende Komplexität, die finde ich jetzt gar nicht, stört mich nicht, weil es geil ist, die Noten, aber der Alkohol ist schon immer wieder da und dann fühlt es sich mehr an wie 45%. Das sind wir wohl. Ja, sehr, sehr gern. Slaunche oder wie auch immer man das sagt. Alter. Alter, wie Alter. Oh, das kann nicht sein. So überkrass süßen Karamell wäre das Original, aber nicht mit Schokolade, sondern mit tropischer Frucht lutschen, Alter. Ja. Also zum Glück hast du den gekauft. Ja. Zum Glück haben wir den dort probiert. Wir hätten den wahrscheinlich niemals probiert. Und den niemals das gekauft. Kann nicht sein. Ich finde den so geil. Geschmacksnoten. Ich habe diese tropischen Früchte, die sind sowas von präsent. Das ist, der hat auch so eine leichte Zimtigkeit in diesen extrem süßen Noten. Ja, so eine kleine so ein bisschen was Herbes. Genau, aber das ist einfach ein Eistee, Alter. Es kann nichts erzählen. Ich habe die perfekte Beschreibung, wird nicht jeder von euch nachvollziehen können, aber Olli wahrscheinlich schon. Und zwar gibt es in Barcelona so eine Bar, die heißt The Room. Ja, ich weiß und es, Alter. Die haben da irgendeinen Duftspray, also da läuft man in die Bar rein. Aber nur so eine Nuance, nicht komplett. Ich weiß es, Alter. Das ist eine Note und es ist, als würde ich diese Bar trinken. Du hast echt krass. Geil. Ich bin extrem fruchtig, also so diese Mango habe ich immer noch und auch Wassermelone. Also gerade diese überkrass reife Mango unterschreibe ich komplett. Ich finde aber auch diese Karamellsüße immer noch übertrieben. Litschi ist einfach auch eine perfekte Note. Aber das ist irgendwie kein so, klar steht Single Malt Whisky drauf und es schmeckt auch genau wie ein Whisky, aber irgendwie wie was ganz Neues. Also es ist jetzt kein 30-jähriger Whisky, aber bei gerade so 30-jährigen Whiskys kommt oft so eine exotische Fruchtnote raus. Die habe ich irgendwie in irgendeiner Art und Weise hier gerade drinnen, aber er schmeckt nicht alt. Er schmeckt, aber die Note habe ich. Ja, du weißt schon, warum er auch nicht alt schmeckt, weil Abgang ist aus meiner Sicht sofort weg. Mhm, also den hat er gar nicht. Und alkoholmäßig 45%. Auch krass, dass er für sein junges Alter, finde ich, im Mund so wenig Alkohol mitbringt. Also da ist gar kein Dampf. Ja, deswegen auch Eistee, weil es ist wirklich übel süffig. Genau. Ja, man muss natürlich diese Süße in einem Whisky dann auch mögen. Ja, die auf jeden liefert Fall. Er halt ohne Ende. Falls jemand überlegt hätte, mal sich irgendwas Besonderes in die Ecke anzulegen. Marci, das war Ende von der Messe. Na, Marci hatte den noch im Glas gesagt, probier den, du kopfst den. Ich dachte, boah, der hat gar keinen Bock, nochmal irgendeinen so indischen Dings zu sippen. Ja, probier. Und dann gibt er mir das Glas. Ja, okay, was kostet die Scheiße? So, also, es war vorbei. Ja, die Nase hat mich überzeugt. Also, für diese 55, sagen wir mal, bis 60 Euro würde ich ihn auch sofort wieder kaufen. Ja, sofort. Ich habe auch Bock auf den abends. Aber richtig. Also, er ist nicht krass komplex, er ist nicht krass alkohollastig, aber es ist einfach auch kein langweiliger Daily Shit, den man so immer trinkt. Nicht seine Apfel, ein bisschen Vanille, sondern nein, Alter, der sagt dir mit tropischen Früchten: Hallo, Alter, du denkst, du lebst im Dschungel, verdammt, Alter. Was ich halt auch geil fand, wir
damals mal überlegt, hey, da auch gerade auf der Messe, müssen wir mal drauf ansprechen, das sind 10 Stände mit deutschen Brennereien und in der Ecke steht so ein kleiner indischer Stand, an dem jeder vorbeiläuft. Ja. Und dann sind da die ganzen deutschen Brennereien, wo 9 von 10 dann irgendwie ein Obstler Whisky produzieren, perfekt, der nichtssagend ist. Wann kommt das ein Inder, bei dem ich mich fast schon entschuldigen muss, ihn anzusprechen? Ja, das ist so lieber. Ja, und dann steht da einfach mit so einem Brett, das man sofort mitnehmen muss. Ja. Und es liefert einfach jetzt hier schon wieder ab. Ja, das sind ganz, das ganz einfach, dicke Fakten. Da ist die Frage, was machen wir hier falsch, Alter? Ja, das kann ich sagen. Ich auch. Ja. Also wir nix, aber... Ja. Die scheiß Stills ausbauen und hol dir mal Potstills. Perfekt. Damit fängt schon mal an. Lass mal einen übelsten Kommentar da. Dann lass den erstmal wieder runterkühlen. Ja, der kriegt den jetzt mit der Flasche irgendwo in der Ecke rum und dann ist der wieder. Lass auf jeden Fall mal hören, ob ihr den auch schon mal im Glas hattet oder einen anderen von Rampur und vielleicht Rampur, was euch überrascht hat. Nicht bezahlte Werbung, aber ich schwör's euch, ja. Ich lege meine Hand ins Feuer dafür, der wird euch abholen, Mann. Für die Werbung würde ich auch bezahlen, mir ja. Ich auch. Also unentschuldigen bei Kinder. Gut, also genug für heute. Wieder tschüss. Du meinst schon einen nice Stopp. Sieht nicht übelst schief, die Kamera. Dein Kiefer ist gleich schief, Junge.